Und aus Stuttgart ist uns jetzt der Innenminister von Baden-Württemberg zugeschaltet, Heribert Rech. Guten Abend, Herr Rech. Guten Abend. Als Innenminister tragen Sie Verantwortung für den heutigen Polizeieinsatz. Insofern an Sie die Frage, braucht man Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke, um mit einer angemeldeten Schülerdemonstration fertig zu werden? Es ist bedauerlich in der Tat, dass es dazu kommen musste, aber ich betone, die Polizei hat all die Wochen über schon sehr deeskalierend gewirkt. Und im äußersten Notfall sind dann auch Wasserwerfer erforderlich. Zumal dann, wenn eine angemeldete Demonstration nicht den Verlauf nimmt, für den sie genehmigt ist, und wenn sie in Gewalt ausartet. Wir haben sehr erfolgreich, ich sag's nochmal, in den letzten Wochen deeskalierend gewirkt. Aber heute sind unsere Anti-Konflikt-Teams einfach abgewiesen worden. Sie wurden nicht angenommen. Die Demonstranten haben nicht mit der Polizei sprechen wollen. Das war der Punkt. Und Sie sprechen von einem Notfall, wenn 1000 Schüler ungefähr 1000 Polizeibeamten gegenüberstehen? Es waren nicht 1000 Schüler. Es waren sehr schnell sehr viele gut organisierte Demonstranten vor Ort. Und die haben sich dann sehr gewaltbereit gezeigt, gerade gegenüber den Polizeieinsatzkräften, die, wie gesagt, nichts anderes getan haben, als die ebenso angemeldete Aktion im Schlossgarten rechtlich und tatsächlich abzusichern.